Wach auf, Faulpelz. Noch darfst du nicht ruhen. Winterlichtspitze. Winterlicht. Wenn ich an jene Festung im ewigen Eis der nördlichen Windwälde denke, blicke ich auf den Beginn vom Ende meines allzu langen Weges. Nachdem der Runenbann von mir genommen war, hatte ich allzeit versucht, meine Schuld zu bezahlen, zu sühnen, was ich in den Jahrhunderten unter der Rune verbrochen hatte. Die Ironie war, dass ich, als ich endlich den Tod fand, der mir Erlösung bringen sollte, meine Taten das Herz eines Shaikan gerührt hatten und er mir seine Drachenblut gab. Der Seelenträger ahnte nicht, dass ich dadurch verdammt wurde, meinen Pfad der Sühne weiter zu beschreiten. Als ich Satras, da Halikos als Kommandant der Shaikan abgelöst hatte, zu jenen Auftrag auf der Winterlichtspitze folgte, war ich für ihn nur ein Shaikan wie viele andere. Doch dort nahm mein Leben eine neue, unerwartete Wendung. Na, wieder auf den Beinen. Lass dich anschauen. Wo ist Wind? Sie war noch dort draußen. Ich bin in Ordnung. Hatte nur wieder einen dieser Träume. Und damit heiße ich euch willkommen zum Start von Spellforce 2 Dragonstorm. Das ist der Teil, der danach kommt. Ich habe meinen Charakter so wie vorher auch schon genannt. Ich habe mich aber diesmal für braune Haare entschieden. Also die Charakterauswahl ist identisch mit der davor. Und hat erst überlegt gehabt, ob ich es komplett genauso nehme wie vorher, aber nein. Ich habe mich dann für brünette Haare entschieden. So, wir haben hier einmal Whisper. Ist das das? Irgendein Zwerg? Satras? Arkanistin der Shaikan? Airo? Axtmaid der Shaikan. Also die Shaikan sind jedenfalls wieder hoch im Kurs. Und wenn das, was am Anfang mir so die Ohren weggetrönt hat, ist, das kam so plötzlich, diese Lautstärke an Musik, wenn das der Traum war, den unser Charakter jetzt hatte, dann sah das ja schon danach aus, dass es mit den Charakteren von davor zu tun hat. Die eine sah aus wie Lia, dann hat die Person ja auch Jared gesagt, also ja. Okay. Im Endeffekt muss ich mit beiden reden. Danke für das, was ihr dort draußen versucht habt, Freund. Ich lasse niemanden zurück. Ihr seid seltsam. Nicht nur, weil andere Shaikan außer euch meine Schwester und mich oft unbeachtet lassen. Ihr geht Wege, die kaum noch jemand kennt. Ihr seid für mich in den Tod gegangen, ohne Befehl und ohne, dass ich je etwas für euch getan hätte. Ich bin ein Relikt aus dem Konvokationskrieg. So viele Tode kann ich nicht sterben, um meine Taten aus dieser Zeit zu sühnen, junger Halbelf. Ihr seid eine alte Seele. Diese Zeit ist nicht mehr die eure. Ich bin gespannt, welches Ende euer Weg finden wird. Ah, wir sind dieser Runenkrieger im Endeffekt. Anscheinend. Dem am Anfang, also der da am Anfang so textmäßig. Ich habe ihnen gesagt, sie sollen dich liegen lassen. Aber Whisper hat keine Ruhe gegeben. Wie lange war ich? Lange genug. Du warst steif gefroren wie ein Eiszapfen. Deshalb bist du hier, dem einzigen warmen Ort auf der Winterlichtspitze. Die Schlacht läuft übrigens nicht gut. Die Bestien sind bereits in der Festung. Wo sind meine Sachen? Langsam. Bekomme erst einmal deine fünf Sinne zusammen. Lauf nicht wieder kopfüber in dein Ende. Erinnere dich an deine Ausbildung. Also man sieht ja an, dass das hier der einzig warme Ort ist. Ich nur mal so gesagt habe. Erwachen. Verteilt eure Fähigkeiten. Okay, ja, okay. Wie viele haben wir denn zum Verteilen? 9 Stück. Gehen wir wieder auf schwere Rüstung, Magie? Shaikan gibt's diesmal. Jede erlernte Fähigkeit. Warte mal, hier ist es. Jede erlernte Fähigkeit gewährt 240 Leben und 160 Mana-Punkte. Ach, du meine Güte. Wir haben jetzt auch Shaikan. Blutdolch. Beschwört einen magischen Dolch, der nicht angreifbar ist und bis zu 30 Sekunden an der Seite seines Meisters kämpft. Der Dolch kann bis zu 5000 Blutmagie-Schaden verursachen. Dann können wir da noch Rote Wolke lernen. Für 20 Sekunden erleidet jeder Nahkampfangreifer 100 Schaden durch Blutmagie. Und
Anu erhöht maximal Willenskraft, erhöht maximale Lebenspunkte der Zaubernden für 20 Sekunden. Dann haben wir Blutmagie im Endeffekt. Mal der Shaikan, Wächter und Drachenblut. Wächter beschwört einen Begleiter. Drachenblut, maximale Lebenspunkte, okay. Oder Kampffertigkeiten, Blutaxt, beschwört eine magische Axt. Verfall und Gebrechlichkeit. Ist das schwere Kampfkunst? Leichte Blutumwandlung. Und Beschwörung. Da wird ein fliegender Begleiter beschwört. Wieder ein fliegender. Ach du meine Güte. Ja. Da muss ich ja Shaikan machen, ne? Wenn es das neu hier gibt, dann muss es halt einfach sein. Da geht das nicht anders. Dann gehe ich vielleicht diesmal nur auf Shaikan und Kampf? Oder gehe ich hier... Da bleibe ich einfach hier bei Shaikan, so lange, wie es geht. Ich muss vorher 3 Punkte vergeben, toll. Ich bin ein paar Minuten im Spielen schon überfordert. Also Fakt ist, ich möchte auf jeden Fall den Shaikan-Baum machen. Auf alle Fälle. Ich weiß noch nicht, ob ich da auf Blutmagie gehen werde. Also auf Magie oder auf Kampf. Wobei diese Blutaxt und sowas schon interessant klingt. Genauso wie diese Beschwörungsdinger, ne? Aber ich werde mal gucken, dass ich möglichst hier die Punkte reinstecke. Und vielleicht sonst im Kampf selber. Da ich jetzt auch nicht weiß, inwiefern wir Magie begleitet werden von den anderen, ne? Bleibt mal bei Kampf. Da kann ich nur 5 weitere Punkte muss ich geben. Da muss Shaikan Rang 3 sein. Wenn, dann gehe ich eh sowieso auf schwere Kriegskunst wieder. Oder gehe ich diesmal auf leichte? Und mach so mit beidhändigen Sachen. Ich möchte mal was anderes machen. Komm, ich gehe mal auf leichte und mach dann wirklich mal so beidhändig. Da kann ich jetzt wieder einen Punkt. Oh, beide Punkte kann ich da vergeben. 9 Punkte muss ich insgesamt vergeben haben. Okay. Ich gehe auf leicht. Also ich gehe hauptsächlich auf Shaikan natürlich, soweit wie es halt geht, ne? Und in erster Linie dann auf Kampf, aber leichte Kriegskunst, so dass ich beidhändige Dolche, Fechtklingen und sowas machen kann. Ja, ich denke, das wird ganz gut gehen. Und wenn es halt scheiße läuft, dann läuft es halt scheiße. So, was haben wir? Wir haben hier den Blutdolch. Den würde ich auf jeden Fall gerne benutzen wollen. Wundpflege sowieso. Ablenken. Nee, Willenskraft. Erhöht die maximale Lebenspunkte des Zaubernden für 20 Sekunden um 4000. Für 20 Sekunden erleidet jeder Nahkämpfer. Ja, okay, nehmen wir mit. Das nehmen wir auch mal mit. Ach komm, bis jetzt können wir alles mitnehmen, außer dass da das interessiert mich jetzt nicht sonderlich. Haben wir schon was so klamottenmäßig? Nein, natürlich nicht. So, muss ich jetzt wieder mit dir reden? Oder kann ich... Ah, ich kann diesmal meine Kiste benutzen. Okay. Also, was heißt meine Kiste, ne? Aber... Wir rücken ab. Das Portal wird jeden Augenblick zusammenbrechen. Meine Schwester ist noch dort draußen. Und es sind immer noch Leute in den Minen. Kommandant der Shaikan. Dann hätten sie sich besser beeilt. In einer Stunde ist die Festung abgeschnitten. Wir haben getan, was wir konnten. Die Shaikan rücken ab. Wie viele sind noch in den Minen, Zwerg? Ein paar Dutzend vielleicht. Fest steht, wir können sie nicht abziehen, solange die Bestien das Haupttor offen halten. Sie würden uns in den Rücken fallen. Wir müssen das Tor wieder schließen. Aber die Bestien haben den Mechanismus zerstört. Es müssen neue Mondsilberfedern in die Torwinschen eingesetzt werden. Meine Schwester und ich waren auf der Suche nach den Federn. Ich kann euch zeigen, wo sie liegen. Was wird das jetzt wieder? Du verdammter naiver Sturkopf. Diesmal verreckst du alleine. Ich verschwinde.
Schlimm genug, dass ich dieses Blut mit dir teilen muss. Deinen Heldentod kannst du alleine haben. Die Bestien werden euren Ungehorsam schon ausreichend bestrafen. Wir ziehen ab. Es gibt Mondsilberfedern im Nordosten und Westen der Festung. Meine Schwester ist nach Westen gelaufen. Wir müssen ihr nach. Ich frag mich ja immer, wie die denn dazu gekommen sind, Teil der Armee zu sein. Also diese Yasha zum Beispiel. Wer hätte das gedacht, dass er bessere Sachen hat? Guck mal, er ist schon Beispiel im Bogenschütze. Oh, er hat auch solche Sachen. Nee, das mache ich bestimmt nicht automatisch. Da habe ich ja immer automatisch gemacht. Ach toll, er geht auf dasselbe wie ich. Naja, da bleibe ich mal bei automatisch, dann ist es halt so. Im allerschlimmsten Fall muss ich halt komplett neu starten. Dann wäre das halt so. Aber er wird wahrscheinlich auf Bogen gehen. Gehe ich mal von aus. Ich dachte, alle sind fort. Ich suche Federn für das Zwergentor. Und dieser aufgeregte Halbelf sucht euch, glaube ich. Ich habe eine Mondsilberfeder. Die andere liegt im Nordosten. Dann los. Ihr kommt am besten mit Wind. Die Namen sind schön. Auf dem Weg. Bereit. So. Und sie? Auf was geht sie? Nicht nur, dass ich da gerade am Kämpfen bin, das ist auch natürlich das Automatische weg. Auf Magie und so wie danke, es aussieht, auf göttliche Bruder. Magie. Vielleicht weiße Magie. Den Rückzug befohlen? Könnte eine Lia sein. Ich habe nicht einmal bemerkt, dass wir Hexen, Schwester. Da muss ich gleich mal gucken. Ich muss mal gucken, wo ich hier überhaupt... Da sind sie auf jeden Fall. Ja. Ach, da, da ist der Blutdolch, okay. Ich muss erst mal gucken, was sie so kann. Bisher. Sie kann Blitz, Heilung, Heilung ganz wichtig. Göttlicher Blitzschlag, Blutdolch und rote Wolke kann sie auch. Die geht anscheinend auch hier auf die Shaikan. Wahrscheinlich dann in Richtung Magie, während der andere Kämpfer geht. Gehe ich mal von aus. So. Wo gehe ich jetzt lang? Am besten da unten. Da sind sie schließlich am Kämpfen. Ich muss doch mal gucken, was für ein Ding sie hat. Was für eine Waffe. Okay. Automatische Heilung, das ist gut. Da geht es mir ein bisschen zu viel ab. Warum geht die denn so nah hin wieder? Eine typische Lia ist das. Aber Lia hat sich dann auch irgendwann mal ferngehalten von den ganzen Sachen, ne? Das ist auch wieder eine Sturmbestie. Hab ich so gesehen. Er soll ein bisschen entfernt bleiben. Warum leuchte ich eigentlich so? Mache ich automatisch Windskraft oder habe ich das versehentlich aktiviert? Auf dem Weg, auf dem Weg. Also da kämpfen sie dann wieder.
Haltet euch nicht mit den Bestien auf! Es sind sowieso zu viele! Sucht die Federn! Ajo, chillt! Ich wollte die Kiste plündern, da kamen mir die Bestien halt in den Weg. So, da ist die andere Feder. Und dann kann ich mit ihm reden. Achso, setzt er die ein, richtig? Eisen und Licht. Ein Shaikan noch hier? Hier. Diese Federn könnt ihr brauchen, glaube ich. Mondsilberfedern. Das glaubt ihr aber, dass ich die brauchen kann. Damit sind wir wieder im Geschäft. Sobald wir das Tor repariert haben, müsst ihr den Hebel betätigen, der es schließt. Okay. Das Tor ist repariert. Zieht den Hebel. Jetzt. Okay. Versuch's. Kann ich denn den Hebel ziehen, während Gegner in der Nähe sind? Anscheinend nicht. Ich würde den Hebel gerne ziehen wollen. Aber das Spiel sagt Edgy Badgy, nein, geht nicht. Jetzt geht's. Nidhalf ist mit uns. Jetzt, da das Tor geschlossen ist, haben wir den Rücken frei, um die restlichen Minenarbeiter hier herauszuschaffen. Aber denkt nur nicht, dass es nun einfach wird. Wir müssen die Leute noch bis zum Portal bringen. Ashuka, die Eishexe der Barbaren, lässt da draußen einen Sturm toben, der unseren Arbeitern schwer zusetzen wird. Euch wärmt euer Drachenblut. Aber die magische Kälte des Sturms wird unsere Leute langsam umbringen, wenn sie sich nicht immer wieder an den Feuern auf dem Weg wärmen. Wir Krieger bleiben hier. Die Bestien werden das Tor bald wieder aufgebrochen haben. Ihr müsst die Leute in der Zeit zum Portal bringen. Und danke, Shaikan, dass ihr mit uns den letzten Weg geht. Nicht gerade etwas, das man von einem Söldner erwarten kann. Ich werde meinen Ahnen von euch erzählen, Shaikan. Nidhalf mit euch. Und mit euch, Skjad mit Blutaxt. Okay, hier sind ein paar. Ich muss mal eben speichern, weil das wird sonst sowas von in die Hose gehen. Ich hab doch jetzt gespeichert, oder? Das ging so schnell. Ja, okay. So. Da sind wir. Da sind die anderen. Ach du Scheiße, sind das viele. Oh, warte mal, bleibt mal vielleicht hier. Und ihr kämpft erstmal gegen die hier. So, das sind die, die ich nicht brauche. Ach, Lea steht mal wieder so gut. So, die haben das jetzt schon mal überlebt. Das ist gut. Wenn auch gefühlt gerade so. Aber... Bin so müde. Hey, sind zwei gestorben. Anscheinend. Na super. Oh, da ist so ein Riesenoger. Na super. Oh, das wird richtig spaßig. Das wird richtig, richtig toll. Vorsicht, Bruder! Was vorsichtig, Bruder? Oh! Oh! Da ist das Portal jedenfalls. Da muss ich wahrscheinlich hin, ne?
kamen sie? Sie haben mich geradewegs angegriffen. Schön. Ich hoffe, ich habe noch genügend Zeit. Nicht, dass dann plötzlich so eine riesen Horde an Bestien hier ankommt. Es reicht schon, wenn von vorne ständig welche kommen. Bis wir uns wiedersehen. Toll, da sind zwei Stück. Da unten sind solche, wo ich mich frage, ob das Sinn macht, dass ich dahin gehe. Ich glaube eher nicht. Oh, oh nee, das sind zu viele. Ah, das sind ja noch welche. So, jetzt können die da mal hin. Ich hoffe, die stehen nicht im Weg. Hier geht's zu Ende. Oh nein. Nur kurz ausruhen. Oh fuck. Einige sind jetzt schon draufgegangen. Vor allem, weil sie hier denn doch im Weg standen. Ich hab's schon vermutet, dass das genau passiert. Ich wollte sie ja ein bisschen weglocken, aber irgendwie hat das nicht so ganz funktioniert. 27 sind es jetzt, die überlebt haben bisher. Und zur Erde sollst du zurückkehren. Mensch. Oh, das ist so eine Kiste gewesen. So, ein paar sind da jetzt wieder drauf gegangen. So, diesmal nehme ich die Kiste aber hier auch mit. Die Kiste muss ich auch noch einsammeln. Vergessen. So, jetzt muss ich nur gucken. Okay, da ist nichts. Hat sich einfach nur so bewegt. Ob hier jetzt noch irgendwas ist. Ist auf jeden Fall ein Eisgolem. Was soll mir das bringen, ne? Boah, ich muss echt mal bei Whisper den einen Zauber wegmachen. Den da. Das irritiert mich so dermaßen. Das will ich dann immer die ganze Zeit verwenden. Okay. Komm hierher. Ich dachte schon, die würden jetzt... keine Ahnung. Wohin gehen. Die würden die jetzt angreifen. So, ich weiß nicht, wie es ist. Ich muss mal gerade speichern. Wie es ist, wenn die jetzt dorthin gehen. Ja, okay. Die gehen dann einfach hin. 20 mussten überleben. Hab ich nochmal Glück gehabt. Die Winterlichtspitze ist gefallen.
Aber die Bestien haben nichts gewonnen. Das Portal wird jeden Augenblick zusammenbrechen. Keine fetten grünen Lande als Beute, hört ihr? Ha! Kommt, ich muss meine Leute nach Siebenburg durchbringen. Was ist mit euch beiden? Ich würde gerne an eurer Seite bleiben. Irgendetwas macht Jagd auf mich. Die Wölfe? Mehr als das. Es ist, als ob ein großes Raubtier hinter mir herschleicht, mich belauert. Mit eurer Hilfe kann ich vielleicht herausfinden, was es ist, das mich verfolgt. Und ich werde sicher nicht von der Seite meines Bruders weichen.